Okay, willkommen beim letzten Part dieser Aufnahmesession. Ja, wir sind jetzt am Schlotberg und fahren jetzt die Seilbahn. Die Seilbahn fährt gleich hinauf. Möchtest du mit? Ja, bitte hier entlang. Dum dum, yay! Seilbahn! Vulkanasche! Ach, ist das nicht schön? Leer. Nicht schön! Oh, oh mein Gott, was ist hier los? Wenn sie die Landmassen vergrößern, gibt es weniger Lebensraum für Wasser-Pokémon. Yeah, taucht sie ins Feuer! Oh. Steilpass, Bad Lavastadt geradeaus, ja. Und die lassen uns gerade nicht durch, also nix Lavastadt, Bad Lavastadt. Wir können leider noch nicht in der Lava baden, aber vielleicht schon in diesem Part am Ende. Wenn wir Artyom, nicht Artyom, wenn wir Markt besiegen. Oh Kevin, bitte hilf mir, Team Magma zu stoppen. Sie wollen den Vulkan mit Hilfe der Kraft des gestohlenen Meteoriten zum Ausbruch bringen. Das gehört alles zu ihrem Plan, die Landmassen der Welt zu vergrößern. Oh Gott, die sind ja verrückt. Und sein Fischchen geht ganz schön ab. Naja. Geh uns aus dem Weg, okay? Wir wollen die Landmassen zum Wohle aller vergrößern. Die Magma will die Landmassen vergrößern. Wie krank sind die eigentlich? Ja, habe ich auch schon gesagt. Dieses lästige Team Aqua, sie versuchen alles unsere Pläne zu vereiteln. Ein Dreierkampf, den gibt es doch normalerweise erst ab der 5. Generation. Dieses lästige Team Aqua, ja gut. Der untere sagt wahrscheinlich dasselbe. Los, stampfen wir Team Aqua in den Boden und vergrößern die Landmassen. Oh je, oh je, und hier ist ein Team Magma-Schwein. Wir von Team Magma setzen alles daran, zum Wohle aller zu handeln. Wenn es mehr Land gibt, gibt es auch mehr Platz zum Leben. Und jeder wäre glücklich. Da bräuchtet ihr aber auch Millionen Vulkane, damit ihr den ganzen Ozean... damit ihr den ganzen Ozean... eintrocknen könnt. Okay, halten wir Team Magma auf. Mit Geheimpower sind wir ganz gut im Start. Scheiße. Nicht schon wieder. Ach, Ninja Tom. Langsam bin ich am überlegen, ob ich dich rausnehmen soll. Schwach. So, Zubat. Da müssen mal die anderen Pokémon kämpfen. Ich glaube, ich lasse mal Ninja Tom nicht kämpfen und tu ich stattdessen die anderen Pokémon kämpfen lassen, damit Ninja Tom durch den Epitale Erfahrungspunkte kommt. Okay, Hund gegen Hund. Fischchen gegen Volpenzo. Oh Gott, ich glaube, ich laufe jetzt gleich offscreen nochmal zurück ins Pokémon Center und halte Ninja Tom und dann tue ich es halt nicht mehr an erster Stelle. Weil Team Magma setzt sehr gerne Undichtattacken ein. Bitte, was sagst du? Ich habe verloren? Ja. Okay, dann laufe ich schnell zurück ins Pokémon Center. Offscreen natürlich, bis gleich. Hier bin ich wieder. Ninja Tom ist geheilt. Und es geht weiter. Du bist also den weiten Weg hierher hochgelatscht. Tja, du kommst leider zu spät. Ich habe den Meteoriten aus Meteorfälle bereits meinem Boss abgeliefert. Ja, okay, machen wir die schnell fertig und dann werden wir schnell den Mag. Oh, ein Vorstand! Kalle! Oh nein, Mann, da sind wir mit Voltenzo komplett falsch dran. Ich wechsle zu Jungblut. Feuer gegen Feuerboden. Na ja, gut, Feuerkampf gegen Feuerboden. Glut. Glut. Okay. Schaufler und dann müsste Kamau down sein. Ich hoffe, wir schaffen es, Mark zu besiegen, weil im Saphir letzte Day haben wir gegen Adrian damals verloren. So, One-Hit-Kill. Boden gegen Feuer, sehr effektiv. Und sein nächstes ist Kamau. Oh, schon wieder. Okay, wieder dasselbe. Schaufler. Nee, Tom kriegt Erfahrungspunkte. Wir haben ihm ja den Erfahrungsteiler gegeben. Oh Mann, Intensität funktioniert, wenn Lorak unter der Erde ist. Gut gedacht. Ah, scheiße. Dann habe ich überhaupt nicht gedacht. Scheiße. Was machen wir jetzt? Voltenzo. Ist zwar ein Elektro-Pokémon, aber wir haben keine andere Wahl. Ruckzucki. Ich glaube, ich muss wieder ins Pokémon Center. Ach komm.
Naja, wir haben ja momentan noch keine anderen Optionen gegen Team Magma. Team Magma setzt der Boden Feuer-Pokémon ein. Und wir brauchen ein Wasser dagegen. Wir haben noch kein Wasser, wir kriegen allerdings unser Wasser erst, ja wie gesagt, später. Denn wir brauchen eine Angel dafür. Eine Angel, die besser ist als eine normale Angel. Also eine Profi oder eine Super-Angel wäre perfekt. So, wieder Hund gegen Hund, Fischchen gegen Voltenso. Und tschüss. Und jetzt kriegt wieder Erfahrungspunkte. Da habe ich wohl verloren. Ich kann nur froh sein, dass ich mich nicht in Meteorfälle mit dir eingelassen habe. Ach, du warst der bekloppte Typ, sie. Ja gut. Hier ist der Mark. Ich gehe mal wieder zurück ins Pokémon-Center und heile meine Pokémon. Offscreen natürlich. Bis gleich. Gut, hier bin ich wieder. Ich habe meine Pokémon geheilt. Jetzt dann müssen wir aufpassen, denn Mark hat bestimmt sehr viele Feuer-Boden-Pokémon. Ich setze allerdings trotzdem Junglut an erste Stelle und schauen nach, ob wir gewinnen oder verlieren. Ich glaube, wir verlieren. Die Kraft, die in den Meteoriten steckt, wenn man die mit dieser Maschine verstärkt, wird die Aktivität des Schlotbergs enorm verstärkt. Der Vulkan würde ausbrechen, Lava würde erkälten und hart werden. Und so entsteht neues Land. Du schon wieder. Hör gut zu, wir Menschen sind an Land groß geworden. Land bedeutet Leben, es besitzt absolute Priorität. Daher widmet sich Team Magma der Aufgabe, die Landmassen zu vergrößern. So entsteht mehr Raum für neue Arten von Pokémon. Und die Menschheit erhält mehr Raum, sich zu entwickeln. Das ist die große Vision von Team Magma. Ich kann einem sturen Kind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich mag, werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Nun, Team Magma-Kampf. Ich hoffe, ich vergesse nicht, die Musik rauszuschneiden. Oder reinzuschneiden, wie auch immer. Magna, das passt ja ganz gut. Können wir mit einer Doppelkick-Attacke leicht erledigen. Ja, er bedroht, das senkt unseren Angriff. Doppelkick. Doppelkick. Und Magna überlebt es sogar. Das entwickelt man aus sich hin übrigens, für die, die es nicht wissen. Und, ah komm, super Slug. Das hätte ich rechnen, damit hätte ich rechnen müssen. Ah, das reicht wieder nicht. Ah, Gott. Aber ich glaube, wenn wir Magna gekillt haben, hat unser Junglut. Jetzt ruft er sein Pokémon zurück. Ey, wie feige ist das? Golbat, natürlich. Weiß vom Typ Flug ist oder was? Na gut, wenn du wechselst, wechsle ich auch. Ausgleichende Gerechtigkeit. Zweimal getroffen, ja ja. Komm, ich setze jetzt Voltenso ein. Und tu wohl Golbat ein bisschen schocken. Ah, super Schall. Warum haben wir uns nicht die gelbe für sie geholt? Dann könnten wir jetzt die Verwirrung heilen. Treff! Nein! Gott, das hat mir im Saphir Let's Play auch, dass sich Voltenso oder eines unserer Pokémon sich dauernd selbst verletzt hat, weil es verwirrt worden war von einem anderen Golbat. Von dem Golbat von mir ist der Adrian. Hallo, jetzt trifft doch endlich. Das erinnert mich echt an Saphir Let's Play, das was ich gerade durchmache. Déjà vu! Okay. Okay, Sprudel. Haben wir noch einen Sprudel? Hey, wir haben sogar noch einen Beleber. Cool. Ja, wir haben noch zwei Sprudel. Auch zu beißen, ganz schön bissig dieses Golbat. So, jetzt bist du aber nicht mehr verwirrt. Treff! Ey, mehr Pech als ich kann man nicht haben. So, jetzt bist du aber nicht mehr verwirrt. Und zwar hundertprozentig nicht mehr. Jetzt ist die Anzahl an Selbstverletzungen schon erreicht. Voltenso. Scheiß Emo. So, ich glaube, das müsste ein Level-Up für Voltenso geben. Ah, nicht einmal annähernd. Jetzt kommt schon wieder Magnaien. Na gut, wir sind schneller, da kann ich ruhig mit Voltenso weiterkämpfen. Ach komm! Du nervst mit deinem Superdrang. Ich hätte es paralysieren sollen, naja. Okay, ich wechsle zu Jungblut, aber ich probier's mal. Jetzt ruft er sein Pokémon schon wieder zurück. Was ist denn das für eine Taktik? Kamerad, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, wir sind down. Ich hätte jedes Pokémon gewollt, bis auf dieses hier, Kamerupt. Infektion aus Kamau, für die es nicht wissen. Ach scheiße, ich muss ein Pokémon opfern.
Okay, komm her. Opfer. Damit wir nämlich keinen Schaden kriegen, damit wir uns sofort einsetzen können. Unser Jungblut, weil Jungblut ist schwach gegen Intensität oder vielleicht kann Kamerup sogar schon Erdbeben. Man kann ja alles erwarten bei Bossen. Oh Gott, selbst der Angriff zieht wenig ab. Gerade mal die Hälfte. Und jetzt kommt Intensität ganz wie erwartet. Da ist Step drauf, das ist sehr effektiv und es ist Intensität. Ach, ich weiß nicht, ob... Ja. Aber ich glaube, ich kann richtig kapieren jetzt gerade. Ich hole mal Knilz raus und probiere es mit einem Beleber. Dann lasse ich Knilz killen, wechsle zu Junglut und lasse dann Doppelstick einsetzen. Dann müsste Kamerup gekillt werden. Und wenn nicht, dann setze ich Voltenzo ein mit einem Ruckzuck. Ich glaube, das muss gehen, die Taktik. Die Taktik ist perfekt. So, jetzt kill schnell meinen Knilz. Danke. Okay, jetzt kommt, wie gesagt, unser Jungblut. Mit einer Doppelkick-Attacke. Jungblut ist bestimmt schneller. Schaufler können wir nicht einsetzen, weil Intensität Schaufler trifft. Ah, so killt man einen Kamerups, obwohl man kein Wasser-Pokémon hat. So, Level 30 für Jungblut. Angriff geht in Ordnung. So, und hier ist wieder sein Magnalien, das es ständig zurückrufen lässt, aber jetzt kannst du es nicht mehr zurückrufen. Jetzt muss dein Magnalien die Power meines Jungbluts zu spüren bekommen. So. Und wir haben Mark besiegt. Jetzt geht dafür verlieren, aber gut, in dieser Fiat haben wir gegen Adrian damals verloren. So, okay. Spieler besiegt Magma Boss Mark. Wie bitte? Ich, Mark, wurde ganz hinterhältig besiegt. Ja, du solltest mich nicht unterschätzen. Ach, was soll's. Ich werde für heute meine Pläne am Schlurplatz vergessen. Für heute. Niemand wird uns jemals stoppen. Team Magma wird siegen. Vergiss das nicht. Und da ist Adrian. Kevin, mit deiner Hilfe konnte ich die Pläne von Team Magma durchkreuzen. Aber... dieser Sieg bedeutet nicht, dass er seine üblen Pläne aufgeben wird. Wir werden ein wachsames Auge auf Team Magma haben und es weiterverfolgen. Kevin, wir werden uns wiedersehen. Ja, vielleicht im Smart Let's Play. Mal schauen. Ein Meteorit steckt in dieser mysteriösen Vorrichtung. Löst den Meteoriten neben ihr. Kevin entfernt den Meteoriten aus der mysteriösen Vorrichtung. So, ich weiß nicht, was man damit machen kann. Momentan. Ich habe das ja 1,5 Jahre lang nicht mehr gespielt. Ich schau mal nach. In der Beschreibung von dieses Meteors steht Meteorit, 400 Meteorfälle. Ich glaube, den müssen wir irgendwo abgeben und dann kriegen wir was dafür. Naja, machen wir uns jetzt auf den Weg nach Bad Lavastadt. Dafür müssen wir einfach hier den Abhang nach unten jumpen. Ich glaube, ich werde mir auch bald einen Kunstrad holen, damit wir hier jederzeit hoch können. Die Tränen lasse ich erst einmal aus, die können wir ja später bekämpfen. Wichtig ist, dass wir erst in Bad Lavastadt ankommen. Ich würde gerne nach Malmfro City, aber wenn ich diese Stufen hinuntergehe, komme ich kaum wieder nach Bad Lavastadt. Mhm. So, und hier ist Bad Lavastadt. Wollen wir eine Starterkunde machen? Ich sage ja. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon, bla 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 bla. So, hier finden wir unseren vierten Orden. Ich denke, die Pokémon fühlen sich ihrem Trainer mehr verbunden, wenn sie viel Zeit miteinander verbringen. Je länger, desto besser. Das ist meine Meinung. Ich habe meinen Pokémon einen Pokémon-Riegel Rot gegeben. Seitdem ist es cooler. Vielleicht sollte ich auch einen Pokémon-Riegel Rot essen. Ja, guten Appetit. Ich würde davon abraten. Oh, endlich Kindchen. Du kannst von hier die heißen Quellen erreichen. Wenn Pokémon ausruhen, sollten sich ihre Tränen auch ausruhen. So, hier kann man aus die heißen Quellen raus und ein Bad nehmen. Wir nehmen uns so viel heißes Wasser, wie wir brauchen und trotzdem trocknen die heißen Quellen nichts aus. Ist das nicht schon fast Magie? Diese heißen Quellen bilden sich in der Nähe von aktiven Vulkanen Wasseradern. Im Boden werden durch das Magma erhitzt und kommen aus heißen Quellen an die Erdoberfläche. So, dann nehmen wir mal ein heißes Bad im Bad Lava statt. Wir baden in der Lava quasi. Wenn Leute ihre Pokémon in den heißen Quellen setzen, ist das schon merkwürdig.
Nun, es könnte auch ein Bad in Elektrizität, ein Schaumbad oder sogar ein Bad aus Lava in Lava sein. Man sagt, die heißen Quellen seien gut gegen nervöse Anspannungen, gegen Muskelkrämpfe. Sie sollen bei romantischen Problemen helfen. Und auch bei Geldsorgen. Ah. Okay, chillen wir einfach mal, genießen die Ruhe und genießen einfach mal das Bad. Ah. Ah, alte, oh, Seniorinnen. Ah. Eklig. Okay. Okay, ich zeige euch mal auf der Karte, wo wir gerade sind. Und zwar, ja, hier oben ist Laubwechselfeld, dann sind wir hier runtergegangen, da waren die Meteorfälle. Sind hier in Meteor City angelangt, dann bin ich aufscreen hier nochmal in Meteor City gegangen. Hier war die Cyber ungefähr hier an dem Ort und jetzt sind wir hier in Bad Lava Stadt und baden in der Lava. Oder haben in der Lava gebadet. Oh, bei den alten Senioren. Oh, kotz, kotz. Okay, was ist das zu sagen? Ach, du magst auch heiße Quellen? Das ist überraschend bei einem so jungen Menschen wie dir. Wieso sagt bloß das für alte Säcke? Egal. Ich habe hier ein Ei. Ich dachte, ich könnte es ausbrüten, indem ich es hier in den heißen Sand bei den heißen Quellen vergrabe. Aber das reicht offensichtlich nicht aus. Jemand erzählte mir, dass man es zusammen mit den Pokémon tragen soll. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Und deine Pokémon strahlen Vitalität aus. So was meinst du? Wirst du das Ei mitnehmen und zum Ausschlüpfen bringen? Ja. Gut, ich hoffe, du hast mit diesem Ei mehr Glück. Naja. In diesem Ei befindet sich, ist so, ein, die Vorentwicklung zu Wurin genau. Himmels im Sand vergraben zu sein, ist so warm und einfach himmlisch. Ein Pokémon hat meinen Rücken angeknabbert. Okay, machen wir es einfach mal. Wow, das ist toll. Richtig, richtig toll. Ich langweile mich hier zu Tode. Naja, gut. Hallo, lass mich dich ansprechen. Ich bade jeden Tag in den heißen Quellen. Ich will ein wunderschöner und starker Arena-Leiter wie Flavia werden. Okay. Pokémon Kräuterladen. Bitterer Geschmack. Bessere Kur. Let's looking. Du kommst nach Bad Lavastadt, um Kräutermedizin zu kaufen? Nein. Das ist lobenswert. Ich finde dich nett. Hier für dich. Holzkohle, verstärkt Feuerattacken. Könnten wir unserem Jungblut geben? Mache ich auch gleich. Oder mache ich jetzt? Ja? Item geben. Holzkohle. Wo ist die Holzkohle? Hier. Deswegen sollte man immer alle Trainer ansprechen. Man kriegt immer wieder neue Items. Weiter Medizin ist erstaunlich wirkungsvoll. Aber deine Pokémon mögen sie nicht. Sie schmeckt bitter. Deswegen werde ich auch keine kaufen. Ist zwar sehr wirkungsvoll, diese Medizin. Allerdings. Ja, lässt es die Pokémon böse werden. Ja, hier gibt es Energiestaub. Ziemlich günstig, das ganze Zeug. Habe ich auch früher immer benutzt. Bis ich feststellen musste, dass die Pokémon mich dann hassen. Und dann Frustration stärker wird. Also, die werde ich hier nicht kaufen. Tut mir leid. So, was ist hier? Meine Frau wärmt ein Ei in den heißen Quellen. So hat sie es mir jedenfalls gesagt. Sie hat zwei Pokémon in der Pension abgegeben und daraus kam ein Ei. Ach, diese Pokémon waren wahrscheinlich wo ingenau und Ditto, ne? Schau! Okay. Blablabla, haben wir alles angeschaut? Hier gibt's gar keinen Max, sehe ich. Oh, doch, hier gibt's einen Max. Hey, Fell. Mit X-Tempo kannst du die Initiative im Kampf erhöhen. So kann man eventuell den ersten Angriff ausführen. Ein entscheidender Vorteil. Allerdings kostet der X-Angriff eine Runde. Ist da ja. Naja. Auf dem Gipfel des Schlottbergs wird eine lokale Spezialität angeboten. Gib sie einem Pokémon und es wird begeistert sein. Den Wutkeks, ja. Gibt's neue Items? Irgendwie sind hier lauter alte Leute in dieser Stadt. Okay, was gibt's hier Neues? Gar nichts. Okay. Hier gibt's nicht einmal mehr X-Items. Hier gibt's weniger Items als in Laubwechselfeld. Gut, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich hole mir mein Fahrrad ab, mein Kunstrad. Und dann werde ich hier den Weg hier oben erkunden. Hier gibt es ja auch noch Trainer auf dem Schlotberg. Die können wir jetzt auch bekämpfen. Ich glaube, ich hole jetzt insgesamt mein Kunstrad und dann beende ich den Part. Dann schauen wir uns im nächsten Part den Schlotberg und den Steilpass an. Und vielleicht sogar, wenn wir noch Zeit haben im nächsten Part, machen wir noch die Arena. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht.
So. Ach, das war ganz toll, jetzt irgendwie drei Parts aufzunehmen. Andererseits anstrengend auch. Weil 1,5 Stunden jetzt aufnehmen, boah, es geht ganz schön in die Stimme. Mich wundert es, dass ich jetzt sogar noch richtig gut sprechen kann. Wenn ich mich damals noch an meinem Schwarz-Let's Play erinnere, den längsten Part, den ich je gemacht habe, der hat auch 1,5 Stunden gedauert. Da hatte ich am Schluss gar keine Stimme mehr. Naja, vielleicht liegt es daran, weil ich auch zwischendurch immer Pausen gemacht habe. Ja. Beim Rot-Let's Play, das war ja, boah. Das war eine Vergewaltigung, meine Stimme. 6 Stunden am Stück aufnehmen. Boah. Not for little kids. Ah, das Kunstrad ist gleich auf Select. Okay, ich zeig's euch schon mal. Schnelles Kunstrad hier. Kann man so Stunts machen. Und hoppel, hoppel. Moment, ich glaube sogar mit der richtigen Kombi. Ah ja, genau, das meine ich. Das meine ich, das werden wir brauchen im nächsten Part, um den Steilpass zu erklimmen. Ach komm, jetzt stell ihn mir doch nicht in den Weg, Mensch. Oder Typsi. Der Nachteil am Kunstrad ist, wir sind nicht so schnell wie mit dem Eilrad, aber ich glaube, die Geschwindigkeit reicht fürs Erste. Mit der Geschwindigkeit gar nicht, kann ich auch ganz gut leben. Und der Nachteil ist, wir können nicht so wie im, wie in der Granithöhle im letzten Part, können wir nicht so schnell sein und durch brüchigen Boden fahren. Das geht auch nicht mit dem Kunstrad. Dafür ist das Eiland gedacht. So, wir sind hier am Schlotberg. Die verkauft uns Wutkekse. Lava-Kekse essen die Dinge, okay. Lava-Kekse sind die Spezialität am Schlob. Ja, Wutkekse kriegt man ja in der Kristall-Edition. Kristall, Silber und Gold. Lava-Kekse sind die Spezialität am Schlotberg. Nimm einen, er kostet nur 200, ja. Halt eine Statusveränderung. Ähnlich wie ein Hyperheiler, dafür aber auch teurer. Ein Hyperheiler kostet 150, so ein Lava-Keks oder wie auch immer kostet 200. So, ich hoffe jetzt, dass wir nicht von dem Trainer erwischt werden, wie wir uns an ihm vorbeischleichen. Ah, okay, dann beende ich jetzt den Part an dieser Stelle. Dann machen wir im nächsten Part den Steilpass und den Schlotberg und wenn wir noch Zeit haben, die Arena. Bis dann, Leute. Servus.